Herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Wir haben heute den Thomas mit dabei. Thomas ist Kunde bei uns, hat jetzt schon 30 Kilo über die letzten 7 Monate abgenommen, was doch eine erstaunliche Leistung ist. Ja. Und heute wollen wir mal drüber sprechen, wie du das geschafft hast, was so die größten Learnings waren und vielleicht, was man jetzt weiß, was man eigentlich früher falsch gemacht hat. Ich würde vielleicht mal kurz bei dem starten. Wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Thomas Brosch, ich bin 52, bin Unternehmer, habe eine IT-Dienstleistungs-Company in Münster und habe 200 Mitarbeiter mit anderen Gesellschaftern zusammen und dementsprechend natürlich, was Auslastung, Auslandsreisen und all die Themen angeht, immer viel unterwegs, viel zu tun, viele Stunden pro Woche. Und da euch ja auch gefunden, weil ich im letzten Jahr in Amerika auf einer Veranstaltung war, wo auch viel Party war mit Tanzen und so weiter. Das war auch cool. Ja. Und ich dann voll abgelust habe, sozusagen. Mit meinem Hund knapp 125 Kilo. Das fand ich gar nicht lustig. Und da war für mich auch so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, irgendwas musst du tun. Mhm. Ich bin dann auch... muss ich kurz überlegen. Genau, über LinkedIn wurde ich von euch aktiv angesprochen. Ja. Das war purer Zufall vom Zeitpunkt her, etc. Klar war ich eher skeptisch, weil in meiner Position wird man zugemüllt über LinkedIn, über Personal, Fitness und so weiter, für Mitarbeiter, für einen selbst, Firmenverkauf. Es ist täglich hunderte von Sachen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Zeitpunkt passte. Ich hatte dann auch ein Gespräch mit dem Malcolm und er hatte mir das erzählt, wie er es macht. Ich hatte mir vorher natürlich auch kurz angeguckt, eure Bewertungen und habe gesagt, ja, das Einzige, was im schlimmsten Fall verlieren kann, ist Geld, aber bezogen auf Gesundheit steht das in keinem Verhältnis. Und wie gesagt, das, was da Malcolm wir im Interview besprochen hatten, fand ich super cool. Vom Ansatz her, weil das Ganze remote zu machen, flexible Zeiten, die Kombination aus Sport und Ernährung etc. Und habe ich mich dann auch direkt im Call dafür entschieden und ich glaube von Tag 1 dann sozusagen auch direkt losgelegt. Sehr gut. Ja. Du hast ja davor wahrscheinlich auch schon mal in deinem Leben Sachen probiert zum Abnehmen, oder? Richtig, ja. Und wie haben die oder was hast du da konkret probiert und woran ist es dann irgendwann vielleicht gescheitert? Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, so wirklich aktives nur einmal probiert. Mhm. Das muss so, das ist gar nicht mehr genau in Erinnerung, aber circa ein Jahr oder 2 Jahre vorher gewesen sein. Nee, Quatsch. 3 Jahre, das war vor Corona. Mhm. Das war vor Corona und bin eigentlich, meine Frau hat. Die ist unterwegs gewesen, auch regelmäßig wegen Ernährung und hatte dann auch, was Essen angeht, ein paar Sachen bei uns zu Hause umgestellt. Das hat auch funktioniert und insbesondere habe ich dann regelmäßig Körner mit Joghurt jeden Tag gegessen und ich war da dann auch ungefähr vom Niveau 122 Kilo, das ist mir genau in der Erinnerung, auf 114 runter. Keine Ahnung, halben Jahr etwa. Mhm. Habe aber sonst nichts geändert. Ja. Ne? Mhm. War aber eigentlich total happy mit und hatte dann aber irgendwie festgestellt, es geht nicht weiter. Also so, ich war einmal so knapp an die 110, hatte ich auch 110, 111 Kilo. Und dann war einfach wie eine imaginäre Sperre, wo es nicht weiterging. Und dann hatte ich sogar auch mit meinem Arzt darüber gesprochen. Der hatte mir auch eine Empfehlung, also in Deutschland geht das dann per Überweisung zum Ernährungsberater, wo du dann auch hin kannst. Und genau da stellte sich für mich die Situation, ja, wie sollst du das jetzt machen? Ja, wie funktioniert das? Soll ich da jede Woche hinfahren? Keine Chance. Ja. So. Und klar gibt es auch bei uns Personal Assistance, aber das ist dann trotzdem irgendwo in der Regel immer mit Treffen und sowas. Ja, oder was weiß ich, der geht mit zum Sport und das bringt mir nichts, weil ich vielleicht auch manchmal die Situation habe, dass ich viele Stunden vorher meinen Termin canceln muss. Und dann finde ich das zumindest auch super unhöflich und unprofessionell, wenn man sowas hat. Aber so ist es halt mal als Unternehmer, Kunde steht im Fokus und hat immer vor und geht ihr auch.
Das heißt, wo siehst du in dieser Online-Betreuung dann für dich den Vorteil, dass es flexibler ist für dich, dass du es von überall machen kannst? Oder? Es ist total flexibel. Vielleicht noch, um das kurz abzuschließen. Gerne. Und ich hatte danach dann auch irgendwie über die Zeit, war ich sogar, ich glaube, das war damals Ausgangsniveau, 122 Kilo, und da war ich dann auch auf die dann 125 Kilo wieder hochgeschnallt. Ja. Also das war total frustrierend. Hab dann das auch wieder mit den Körnern gemacht. Das hat aber nichts gebracht. Ja. Das hat dann gar nicht funktioniert. Ja. Und die größte Motivation war wirklich, dass ich da einfach Zeit und Organisation. Ich aber umgekehrt. Ich meine, man kann sich auch alles im Internet nachlesen und so weiter. Aber ich zähle zu den Menschen, die glaube ich schon, wenn sie etwas super tun, super diszipliniert sein können. Mhm. Aber ich brauche ganz klar Struktur. Ja. So, und gerade in dem Thema ist es ja hochgradig individuell. Ja, definitiv. So. Und jetzt war ja bei dir das Ziel am Anfang, das habe ich gesehen beim Gespräch mit Malcolm, so 105 bis 110. Jetzt sind wir ja bei 92 gelandet inzwischen. Ist doch nochmal besser. Oder war dann das erste, diese 105 bis 110, das, was man halt für sich als realistisch angesehen hat? Ja, genau. Das war das, was ich für mich als realistisch angesehen habe. Das war ja insbesondere auch der Aspektpunkt, dass ich damals die 110 einfach nie reißen konnte über bestimmt ein Dreivierteljahr lang. Ja. Da immer so geschwankt zwischen 110 und 114. Ja. Und ich, ne, mit auch nichts essen oder so über zwei Tage. Ja. Ich kam da kein Millimeter weiter. Ja. Und das war erstmal so der für mich persönlich die erste imaginäre Grenze, zu sagen, ja, aber ich will unter die 110 Kilo kommen. Ja, ja, ja. So, und das hat das Ziel mit 105 Kilo. Zumal die war ja erstmal auf den Zeitraum in dem Basic-Programm in den ersten drei Monaten. Ja. Genau. Jetzt mit diesen 92, wenn du jetzt so einen Zeitsprung machen könntest von 125 auf 92, was hat sich konkret für dich geändert durch diese, das sind dann sogar 33 Kilo vom Höchststand zu jetzt? Ja, eine Menge hat sich geändert. Also dadurch, dass ich dann ja auch, geht ja auch auf die Fitness-Themen ein. Ich habe gesagt, ich habe hier so einen Klassiker, ich habe eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, wo ich meine Tochter alle vier Wochen hinprügelt, aber überhaupt nicht regelmäßig hingehe. Und ich habe ja auch das Konzept vorher verstanden, wie gesagt, meine Frau hat sich auch mit Themen beschäftigt, also war nicht komplett naiv und blank bei den Themen. Aber es geht ja immer um Umsetzung, nicht um Wissen. Ja. Habe dann klar gesagt, ich brauche ein Trainingsprogramm. Das auf mich zugeschnitten ist, jetzt in diesem Fall dann auf ein Fitnessstudio. Ja. Und hat er ja auch zum Beispiel gesagt an euch, ne, Cardio finde ich, find ich totenlangweilig, brauche ich nicht. Ja. Habe mich dann trotzdem dazu an die Karre gekriegt. Aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile von, keine Ahnung, alle drei Wochen einmal, drei bis viermal pro Woche gehe, lässt sich dann natürlich Cardio auch pro Tag relativ gering einbauen. Und so fällt das dann nicht auf und kommt dann trotzdem auf meine drei oder viermal 20 Minuten auf den Stepper oder auf dem Fahrrad. Ist gut. Ja. Und allgemein, Klamotten sind ja auch so ein Thema. Immer mit 30 Kilo Unterschied wirst du neue Sachen gebraucht haben. Ja, ich habe den Tipp, ich hatte mal in einem Interview, war dann auch, also nicht in einem, nicht im Interview, in einem Meeting, in einem Zoom-Meeting-Call bei euch, war dann auch ein Teilnehmer, der sagte, kauf dir, obwohl du die erste Phase abgenommen hast, bloß keine neuen Klamotten. Das war zu spät. Da hatte ich schon etliche Klamotten neu gekauft. Aber schlussendlich habe ich in allen Kleidergrößen in der Regel zwei Nummern kleiner zugewonnen. Und bis auf ein, zwei Teile, die ich aufgehoben habe, ist auch alles aus dem Schrank raus. Was dann auch erstmal erschreckend ist, wie viel man hat. Ja. Ne? An Übergrößen hätte ich jetzt fast gesagt. Und gut, er empfiehlt natürlich jedem, das in Zukunft mit einzukalkulieren. Kostenkalkulation. So. Wir ticken ja so ein bisschen ähnlich auf, was Klamotten angeht. Aber schlussendlich gerne Klamotten shoppen. Cool. Von daher war das natürlich dann auch cool. In die Richtung mit kaufen Family Sie ja jeweils. Ich habe zwei Töchter, danach auch loszugehen. Schön. Ja. Und
Bei dir war auch noch so ein Punkt, glaube so Fitness etc. Wie ist das durchs Abnehmen? Merkt man, dass man bei so klassischen Sachen im Alltag, wo man früher vielleicht, hattest du da so Situationen mit diesen 125? Ja, schnell aus der Puste. Ja. Klar, bin ich spazieren gegangen. Wir haben 3 Hunde. Zwei Teppichflitzer, die wollen eh nicht raus. Teppichflitzer sind kleine. Kleine, genau. aber auch einen großen Labrador. Ja. Und mit dem meine Frau jeden Tag spazieren geht. Die war meine Frau, kommst mit in eine Runde, etc. Und ich früher mal gesagt habe, das ist wie beim Cardio. Ja. Ich fand toten langweilig. Also, hast nicht mit jagen können, so, wenn es dann auch rechnet oder so. Das war ganz Feierabend. Also bin ganz selten mitgegangen. Ja, mittlerweile, also, ne, wenn es arbeitstechnisch zeitlich zulässig ist und ich eher zu Hause bin, gehe ich jetzt grundsätzlich immer mit. Cool. Beziehungsweise manchmal frage ich sogar meine Frau, so komm, jetzt lass uns losgehen. Schön. Und nicht umgekehrt. Cool. Und was waren für dich vielleicht in der Zeit bisher so die größten Aha-Momente oder das, wo du sagst, hey, deswegen sagst du, für dich sind wir jetzt bei 92 und nicht bei 110? Also das einmal war natürlich dann logischerweise die Gewichtsreduktion als solche und dadurch das höhere Wohlbefinden, was man hat. Aber bedingt durch den Sport war es natürlich auch die generelle Ausdauer, ne, die ich dazu gewonnen hatte. Plus ich meine, mehr vom Aspekt her, vielleicht bei Ernährung oder Sport, wo du sagst, oh, das muss ich machen. Also im Sinne von, okay, was waren da so die Dinge, wo dich der, dahin gebracht haben? Ganz viel natürlich über das Trekking dann des Essens, Millionen Sachen, die einen zwar so indirekt, so unterbewusst irgendwo so klar waren. Nochmal, ne, kann man nicht von dem Niveau, ich weiß gar nichts darüber. Ja, ja. Also Beispiel Öle, ne, Rapsöl, haben wir schon lange bei uns im Einsatz. Sonnenblumenöl ist schon seit Ewigkeiten rausgeschmissen. Ja. Aber dieses dann, wenn man dann plötzlich sieht, boah, irgendein Stück Baguette hier hat so viel Kalorien. Ja. Nö, ich konzentriere mich gleich aufs Eiweiß und auf den Salat, das kann ich weglassen. Mm. Oder auch ganz krass der Unterschied bei, bei den Kohlenhydraten. Mm. Ne? Also hier Kartoffeln, Reis, Nudeln, solche Sachen. Oder die Tipps hier, dann haben wir Beispiel Italiener Gnocchi essen anstatt Nudeln. Es ist schlussendlich, es ist gar nicht dieses eine, dieses Aha, sondern gerade über euch dann dieses permanente, wie soll ich es formulieren, liebevolle Reinträufeln von unendlich vielen kleinen Tipps, dadurch, dass ihr auch die Sachen seht, die man macht und permanent dazu auch proaktiv von euch Informationen bekommt, ah, lass das weg, ne? Probier doch mal das, etc. pp. Und das speichert man ja. Ja. So. Und dieses Speichern hilft dann natürlich ungemein dann im Alltag zu sagen, hey, ja, ich lasse das jetzt weg. Also, ich war zum Beispiel gestern noch auf einer Veranstaltung in München. Die fing schon vorgestern an durch ein eingeladenes Abendessen beim Spare Ribs Restaurant. Ich mir gleich gesagt, ich konzentriere mich nur auf die Spare Ribs. Ja. Noch ein Steak mir dazu bestellt. Gut. Und die haben alle Vorspeisen bestellt. Ja, da, ja. Kartoffelecken und so weiter. Hm. Und Baguettebrot. Ja. So. Dann kam dieser Riesenstelle Spare Ribs. Die waren quasi alle schon satt. Ne? Bestellten sich noch ihr Bier. Ja. Kann dann auch irgendwann auf Abnehmen sprechen. Weil einige kannte ich. Haben ja auch gesehen, wie viel ich abgenommen habe. Und hat es wahrscheinlich trotzdem, bis satt geworden, hat es einen coolen Abend. Ja, absolut. Weil das finde ich dann auch immer das Spannende, dass ja gar nicht dieses, ich muss jetzt weniger essen, ich muss verzichten, es ist alles schlecht, sondern halt einfach gezielter, wenn du weißt, oh, die Kartoffelecken haben jetzt irgendwie, sagen wir, 600 Kalorien, ist so, okay, vielleicht esse ich dann doch lieber eben die Sparrows und ein Steak, bin ich auch mega satt damit. Ja, absolut. Schmeckt mir auch. Ja. Ist halt besser für mich. Ja. Und was mir auch extrem geholfen hat, ist eure Sichtweise auf betrachtet es pro Woche. Mm. Das macht vieles so viel einfacher. Ja. Weil klar, ne, dann hat man eben so eine App, egal, dann gibt es ja auch 1000 andere. Ja. Ja, da steht mein Tagesziel drin, das kann ich dann tracken, mehr schlecht oder recht, wie auch immer. Ja. Dann hat man, ne, verfällt man quasi tageweise in Panikmode oder Freude, je nachdem. Ja. So, wenn man das aber wirklich auf eine Woche betrachtet,
kann man das viel entspannter angehen lassen, ja, weil man weiß ja in der Regel, ne, wo was passiert, wo man Veranstaltungen hat, wo man eingeladen ist oder Freunde zu Hause, ne, oder Grillabend etc. Ja. pp. Ja. Und dementsprechend kann man auch viel entspannter die Sachen angehen. Sehr gut. Das heißt, summa summarum hat es sich für dich gelohnt, ja, mitzumachen. Absolut. Also gerade Ernährung bin ich, ja, viel entspannter als vorher, auch damit umzugehen. Ja. Natürlich mehr gesündere Sachen auch zu essen. Ja. Also, simples Beispiel, ich esse fast kein Schweinefleisch mehr. Mm. Bis auf die Rippen. Aber ja, die mussten sein. Aber ich glaube, ich habe meinen Schweinekonsum, wenn vorher 100% waren, ja, bin ich auf 5% runter. Okay, ja. Ist natürlich schon ziemlich krass. Oder ne, generell esse ich auch viel mehr Gemüse, Kartoffeln. Das Ding ist ja das, wir waren ja dann auch mal, ja, da will ich gar nicht zu tief ins Detail gehen, aber gesundheitlich so ein bisschen in Kontakt, das sind ja auch Sachen, die hat man vielleicht erst gar nicht so auf dem Schirm abnehmen technisch, ja, wo man sagt, erstmal geht es mir halt ums Wohlbefinden etc. Aber was durch so kleine Umstellungen ja auch über die nächsten nochmal hoffentlich 52 Jahre, ja, man sich ja eigentlich Gutes tun würde, das haben ja oftmals die meisten Leute gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß nicht, hast du da mal für dich mit Blutwerten oder etc. gesehen, dass sich gewisse Werte verbessert haben? Jein. Also ich habe, der Klassiker, ich habe vorher unter Bluthochdruck gelitten. So, sonst alle anderen Blutwerte weitestgehend im normalen Bereich. Ja klar, leicht erhöhtes Cholesterin. Ne? Ja. Also gerade der Blutdruck hat sich jetzt stark bemerkbar gemacht. Ja. Und ich glaube, insbesondere dadurch, dass ich im Dezember mit euch hier angefangen bin. Mhm. Und wisst ihr, ich hatte ja im Februar einen Schlaganfall. Ja. Weil ich zuvor festgestellt bekommen habe, Ende letzten Jahres, dass ich hier Vorhofflimmern habe. Hm. Und ich glaube schlussendlich, der Part gerade sportlich, ja, Fitness und auch Gewichtsreduktion mir auch ein Stück weit sehr stark geholfen hat, da durch die Phase durchzugehen, ja, wenn nicht sogar das Leben gerettet hat. Ja, sehr schön. Ja. Oder zumindest es angenehmer gemacht hat, ja, das zu durchlaufen. Ja, ja, definitiv. Nee, also dir nochmal herzlichen Dank, dass du auch dabei warst. Vielen, vielen Dank. Bei dem Interview. Für jeden, der es ansieht und für sich sagt, hey, das hört sich cool an, wenn der das hinbekommt, dann schaffe ich das auch. Gerne mal für eine kostenlose Beratung eintragen über den Link unterhalb von dieser Episode. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Dir auch. Und wir sehen uns bis dann. Tschüss, ciao. Ciao.